Servus und willkommen zu Muscleman Fitness. Heute habe ich mich auf die Suche gemacht im Das Gym nach Fitnessgeräten, die man nicht in jedem Fitnesscenter findet. Ich habe zwei Maschinen gefunden, die echt genial sind und die werde ich euch jetzt gleich in dem Video vorstellen. Ein der Weg rauf in den ersten Stock zur Garderobe, da geht man an dieser Wand entlang, sieht die ganzen erfolgreichen Bodybuilder und dann merkt man schon, dass diese Studio einen eigenen Flair hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und bis gleich! Servus und willkommen zurück. Das erste Gerät, was ich euch vorstellen möchte, ist eine Beinbeugermaschine. Mit der Maschine trainieren wir hauptsächlich den hinteren Oberschenkel. Den Brustpolster können wir von der Höhe verstellen, genauso wie die Fixierung der Beine. Nachdem wir alles richtig eingestellt haben, bedeutet Polster auf Brusthöhe, Beine fixiert, können wir mit der Übung beginnen. Mit Hilfe der Gewichtsscheiben können wir den Schwierigkeitsgrad der Übung bestimmen. Heißt in diesem Fall, je mehr Gewicht, desto leichter wird die Übung. Dann greife ich unter dem Brustpolster durch und halte mich daran fest. Bevor wir jetzt langsam und kontrolliert mit dem Oberkörper nach vorne gehen, ist eine Körperspannung extrem wichtig. Dann gehen wir so weit nach unten, dass die Beine fast durchgestreckt sind. Und dann gehen wir wieder langsam und kontrolliert nach oben. Spätestens jetzt nach dem ersten Versuch merkt man, ob die Unterstützung durch die Hantelscheiben ausreicht oder ob man das Gewicht verändern muss. Die Beinbeugermaschine im Liegen war für mich persönlich bis jetzt immer die beste Variante. Aber seit ich die Variante im Das Gym entdeckt habe, ist die Maschine jetzt klar auf Platz 1. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr diese Maschine auch in eurem Studio habt. Würde mich echt interessieren. Jetzt kommen wir zu einer unscheinbaren Maschine, wo man auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde, was für eine geile Brust- und Trizepsmaschine es eigentlich ist. Ich zeige euch jetzt mal die Griffvariante, wo wir etwas mehr den Trizeps dabei haben. Der erste wichtige Schritt ist, dass wir darauf achten, dass wir gleichmäßig greifen, das heißt ungefähr eine Handbreite. Bei der Maschine haben wir die Möglichkeit, hinten Gewicht zu platzieren. Wenn wir dann die Griffe nach vorne drücken, wird die Halterung entriegelt. Dann drücken wir die zwei Griffe nach vorne und bewegen so das Gewicht. In dem Fall möchte ich jetzt meinen Trizeps mehr ansteuern, treffen, daher konzentriere ich mich voll auf den Muskel. Natürlich haben wir bei der Übung auch noch die Brust stark involviert, aber da die Ellbogen eng am Körper vorbeigehen, haben wir den Fokus hier am hinteren Oberarm. Wenn euch das Format gefällt und ihr weitere solche Videos haben wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und nie vergessen, immer dranbleiben, nie aufgeben. Servus, euer Muscleman.